weiter geht's. Ihr habt jetzt nichts von der Langpause mitbekommen. Leonie, nein, ich gar nichts. Leonie, das ist auch wieder mit dabei. Kannst du jetzt nein, ich sehen? Bin tot. Nee, ich bin tot. Okay, die Frau singt gerade irgendwas Komisches. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Das ist so genial mit der Frau. Du musst sie umbringen. Warte. Das passiert alles vorher. Und ich muss sie umbringen? Du, ja, musst nicht. Du kannst dich auch von ihr verkloppen lassen. Warum heute und nicht damals? Soll ich, einen hinterhältigen Anruf machen? Ja. Da liegt eine Knarre drin. Ich weiß. Das ist auch der Witz an der Sache. Das sieht ja so aus, als ob die ein Baby gestreichelt hätte oder so, und dann liegt da die Pistole da. Okay, der braucht wieder Energie. So, und jetzt habe ich anstatt so ein Rohr, habe ich jetzt eine Knarre. Cool. Scheiß Kinderwagen. So, Eimer, ist nichts drinne. Hier ist alles voll. So, ich würde die Pistole aber erstmal wegstecken, weil du hast gerade mal 6 Schuss dafür. Und dann ist ein bisschen wenig. Das stimmt. So, dann gehen wir mal hier rein. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ey, das ist ja die Stimme von Mautzi. Wer ist Mautzi? Kennst du nicht Pokémon? Doch. Kennst du noch Mautzi? Den kleinen von Team Rocket? Ach so, den. Oh. Erinnere mich nicht daran. Ja, der hatte gerade dieselbe Stimme, Entschuldigung. Okay, ich konnte es nicht wissen. Ich warne dich. Er warnt mich. So, wollen wir mal hier alles mitnehmen? Brenda! Brenda. Okay, der klopft da an die Tür. Am besten, ich bleib erstmal oben. Guck ich mal hier ein bisschen um. Klopft doch einfach mit. Mach endlich auf! Hier ist Klo. Wow. Ja. Oh, Klo. Du kannst zum letzten Mal. Ich habe dich niemand mehr. Lol. Was, ein Geist? Ich habe Angst vor Geistern. Brenda! Ja, ein Geist kann man das nicht nennen. Das ist so... Ja, wie soll man das sagen? Das soll so ein bisschen die Story erzählen. Mach endlich auf! Auch wenn dir das jetzt bestimmt nichts gesagt hat. Tagebuch. Das ist sicherlich gut. Stimmt, du kannst solche Tagebuchdinger immer finden. Die kannst du immer aktivieren, dann kannst du dich so anhören, was los war. Okay, dann hören wir das mal eben. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Gut, das war das Tagebuch, der hat irgendwas Komisches gesagt. Ich finde es lustig, dass man hier alles benutzen kann. Mhm. Hauptsache auch so geil ist, die Gestank im Tagebuch. Loch in der Toilettenlampe. Ach so, ja, da ist einer. Ja, da hat einer Hallo gesagt. Das erste Mal, als ich mich jetzt im Spiel erschrocken habe. Wird man sicherlich öfter vorkommen. Aber wenn du Spiel zum Erstrecken haben wolltest, hättest du hier Dead Space gespielt. Dead Space ist geil. Deswegen ja. So, hier würde es weitergehen, dann gehe ich da erstmal runter zum anderen Typen. Hier war gerade ein Schatten. Das macht mir Angst. Endlich auf! Hast du Angst vor deinen eigenen Schatten? So, du Wichser. Oh, sowas sagt man ja nicht. Entschuldigung. Sehr freundlich, muss man dazu sagen. Boah. Treffen muss gelernt sein. Charlie! Wo gehst du hin? Ich bin hier. Charlie! Wow! Okay, die war ein bisschen stärker. Pistole. Oh, die hat auch eine Knarre gehabt. Ja.
Ja, die habe ich genommen. So, Verbandzeug. Geld? Brauche ich das irgendwie? Ja, du brauchst Geld. Wofür? Mal gucken, ob ich noch lang genug dabei bin, um es dir zu sagen. Wenn nicht, dann kann ich es immer so sagen. Obwohl, das kann ich euch jetzt sagen, weil das fährst du so oder so. Es gibt bald ein paar Shops, da kannst du dir Munition und Leben und sowas kaufen. Also wie bei Dead Space. Ja, so ähnlich wie bei Dead Space. Nur du kannst ja auch noch was anderes kaufen, aber dazu kommen wir halt eben was später. Wow. Bin ich besoffen? Mhm. Ach ja, wenn die im Wasser stehen, kannst du auch mit dem Elektrobolt voll in das Wasser reinheimern. Dann haust du alle auf einen mit einem Schlag weg. Ich muss es ja wissen, dass das Strom Wasser leitet, ja ganz bestimmt. Dass Wasser Strom leitet. So. Ja, du bist ja der kleine Elektroniker. Ja, so ist es. Okay. Den Verbandkasten kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Wahrscheinlich habe ich schon genug Energie. Das müsste es sein. So, wollen wir hier mal ein bisschen noch gucken. Sehr schön sind auch die Wassergeräusche. Sehr realistisch gemacht. Das Spiel ist an sich total geil gemacht. Also du wirst auch auf eine Menge kleine Rätsel stoßen, die du nur mit so ein bisschen mit der Physik so auch machen kannst. Wieder eine Tagebuch. Ja, mal anhören. Ja. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt in Hephaistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Lol. Was passiert? Alle schreien rum auf einmal. Schatz, hast du Hunger? Feigling! Wieso sind die alle auf einmal so stark hier, ey? So, du kannst mir was sagen. Ah, ich kann dir was sagen, das ist gut. Ja, deswegen, ich weiß halt nicht genau, wann das Ding anfängt, wann nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich bei den Tagebucheinträgen davor wieder reingelabert. Na, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, meine Abonnenten verstehen das. Die sind sehr tolerant. Ja, will ich mal hoffen, weil wenn nicht, dann kann ich mal kurz ein Video machen von dem, was ich hier gerade sehe, weil da, wenn ich sehe, dass er gerade das Turmband angemacht hat, hast du schon zur Hälfte durchgehört. So, ist wieder eins an. Ist... hat er ziemlich wenig gesagt, kaum was. Okay, ich soll jetzt, wo ich hier rüber gehen? Jetzt sagt er du was. Ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Okay, da ist eine Little Sister. Die singt. Ich weiß. Sind die böse? Sind die böse? Indirekt. Also ich krieg jedenfalls keinen roten Rand. Roter Rand heißt für mich immer irgendwie, dass das Feind ist, aber zeigt er bei ihr irgendwie nicht an. Ja, deswegen ist auch nur indirekt böse. Also die nicht, aber da gibt's noch was anderes, was mit ihr rumläuft. Das fette Vieh, dieses, was ich vorhin gesehen habe. Na toll. Auch noch so ein fettes Vieh, ey. Jetzt merkst du langsam, dass das Spiel schon ein bisschen an die Grenzen geht. Ja, und ich habe auf extrem hart gestellt. Nein, ich habe auf... Jetzt geht's an. Auf Mittel habe ich gestellt. Ja, durch meine Empfehlung. Ja. Ich wollte es ihnen nicht so einfach machen. Oder glaubt ihr etwa, ich lasse diesen Horror ganz so aus der Schulter locker überstehen? Nein. Nein. Let's play bleiben. Wow, wow, wow. Da ist so ein fettes Vieh.
Ah, und jetzt muss ich hier einen Break machen, Leute. Bis gleich.